Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Seien Sie gespannt. Pass auf. Ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück, wieder zu einer neuen Folge unserer Serie Auf ein Wort. Immer zu Beginn eines Monats, diesmal also die Folge Auf ein Wort für den November 2020. Wie Sie sehen, ich bin mal wieder im Homeoffice. Sie wissen alle, die neue Corona-Lage oder die doch jetzt wieder verschärfte Corona-Lage. Und natürlich tragen wir dem Rechnung, indem wir zumindest aus dem Dialogzentrum, denn das ist möglich, vor allen Dingen im Homeoffice arbeiten. Okay, was war im letzten Monat oder vielmehr immer in dieser Serie geht es ja darum, was ist gewesen, was ist im Moment und was erwartet Sie? Das ist natürlich das Wichtigste. Was ist gewesen? Es gab einen neuen DNKP-Post, es gab einen neuen Podcast. Es gab zwei Videos, eines vom Kollegen Müller-Hergel, und zwar zum Thema Implementierung und partizipativer Forschung. Also wie kriegen wir es hin, dass Forschungsergebnisse tatsächlich in der Praxis landen? Sehr spannend. Und ich habe ein neues Video im Rahmen unserer Serie Kritisches Glossar zum Thema Lügen und Demenz gemacht. Was im Moment recht viel diskutiert wird, sowohl auf unserem Blog als auch auf YouTube. Und das finde ich sehr spannend. Wenn Sie sich diese Videos anschauen wollen und unsere Beiträge aus dem Monat Oktober, gehen Sie einfach auf unseren Blog www.dzla.de. Dort können Sie das sehen. Woran sitzen wir gerade? Also wir disponieren natürlich gerade im Moment wieder um. Das heißt, wir produzieren zu Hause unsere Videos, soweit es geht. Wir skypen miteinander oder zoomen miteinander, so wie Sie es vermutlich zum Teil auf Ihrer Arbeit auch machen. Zumindest diejenigen, die das können oder vielmehr, wo es die Arbeit überhaupt erlaubt. Ich hatte im letzten Monat schon einmal darauf hingewiesen, immer in unserem Podcast zu Beginn habe ich so eine kleine Serie eingebaut, die heißt Nur ein kurzer Gedanke, in dem ich Sie in meine Gedankenwelt mitnehme, was mich gerade in besonderem Maße beschäftigt. Diese Serie haben wir jetzt auch auf unserem Blog. Gehen Sie einfach mal drauf. Da gibt es einen Reiter, Nur ein Gedanke. Dort können Sie die einzelnen Folgen diskutieren oder sich anhören. Ansonsten, diese Dinge werden gut angenommen. Dialogakademie, was soll ich dazu sagen? Jetzt am 4. November wäre eigentlich unsere Tagung gewesen. Ich komme aber jetzt gleich nochmal darauf. Kommen wir zum Wichtigen. Was erwartet Sie vom Dialogzentrum Leben im Alter im November? Ich schaue auf meinen kurzen Zettel. Es wird am kommenden Donnerstag natürlich einen neuen DNKP-Post geben. Dann wird es, darauf werden einige von Ihnen schon warten, einen neuen Forschungsnewsletter geben. Ja, wieder mit 15 aktuellen Studien, also internationale Studien, die der Kollege Müller-Hergel sozusagen herunterbricht auf ihre Essenz. Damit einhergeht natürlich auch immer ein Newsletter des Dialogzentrums selber. Dann, wie ich gerade schon sagte, haben wir unsere Tagung abgesagt, was nicht bedeutet, dass wir aufgehört haben, uns mit dem Thema Team und dem Team als Therapeutikum zu beschäftigen. Aus diesem Grunde werden der Kollege Müller-Hergel und ich im November ein sogenanntes Haustheater machen, also eine kleine Diskussionsrunde zwischen uns beiden zum Thema das Team als Therapeutikum und überhaupt zum Thema der Wirkung des Teams. Das wird natürlich wieder ein Video werden. Dann wird es einen neuen Lichtblick geben und es wird natürlich am Ende des Monats wieder einen neuen Podcast geben. Also auch der November ist vollgepackt und dann gehen wir ja schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Meine Güte. Also, es wird ein spannender Monat. Schauen Sie einmal bei der Dialogakademie vorbei. Da könnten Sie laufend vorbeischauen, denn wir werden laufend sukzessive für das nächste Jahr natürlich Seminare, Präsenzseminare und wir arbeiten derzeit auch an Online-Seminaren. Beides wird sukzessive erweitert werden, denn wir wollen ja weiterhin diese Dialogakademie aufbauen. Sie wissen alle, das ist auch ein Teil, wo wir versuchen, natürlich uns, die Mitarbeiter des Dialogzentrums, ein Stück weit zu refinanzieren, denn derzeit leben wir davon, dass das DNKP uns komplett fördert. Wenn Sie also Lust haben, uns etwas zu spenden oder mit Geld zu unterstützen, ich weiß, die berühmte Online-Spende funktioniert immer noch nicht bei uns. Das hat einfach damit zu tun, dass wir in einer Hochschule sind und diese Hochschule im Moment ganz andere Sorgen hat als unseren Spenden-Button. Auch das wird noch kommen, aber wenn Sie trotzdem sagen, so lange mag ich nicht warten, dann setzen Sie
setzen Sie sich einfach mit uns, mit mir in Verbindung. Und dann finden wir dort auch Wege, wie Sie für die Arbeit des Dialogzentrums spenden können und uns unterstützen können. Bleibt mir nur noch zu sagen, passen Sie auf sich auf, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit. Ich werde mich nicht mehr inhaltlich zu Corona melden. Es gibt, finde ich, eine gute Leitlinie, die die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft mit anderen zusammen jetzt gemacht hat zu Corona in der stationären Pflege. Schauen Sie dort mal nach oder ich kann das sicherlich auch unter diesem Video verlinken. Und ansonsten, das wissen Sie genauso gut wie ich, wird so viel Blödsinn darüber erzählt. Da höre ich zumindest lieber denen zu, von denen ich glaube, dass sie wirklich Ahnung davon haben. Also, passen Sie bloß auf sich auf. Wir hören uns und ich gehe davon aus, dass wir uns bald auch endlich an der Hochschule Osnabrück oder wo auch immer sehen, auf Vorträgen, in Seminaren oder indem Sie einfach mal bei uns vorbeikommen. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing. Auf ein Wort.